Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Cat. Und ich werde ganz oft gefragt, Cat, wo kann ich schleifen gehen? Worauf muss ich achten? Was ist wichtig, wenn es um das Thema Schliff geht? Und das sind ganz, ganz viele Fragen, die wir heute beantwortet bekommen von unserem lieben Gerd, dem Inhaber des Skate & Lights. Ich bin nämlich nach Berlin gefahren, um ihn hier zu besuchen. Wir haben natürlich, da wir uns in einem Geschäft befinden, auch unbezahlte Werbung hier am Start. Aber alles, was wir heute in dem Video zeigen, sind unsere persönlichen Erfahrungen, Empfehlungen und Tipps, die wir so an euch weitergeben möchten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. So, der liebe Gerd steht schon neben mir und ich werde dich jetzt gleich mit Fragen bombardieren. Sehr gut. Das, was wir oft immer auch zu hören bekommen, ist ja, woher weiß ich denn, ob ich denn jetzt einen neuen Schliff brauche? Genau, sehr gute Frage und wieder eine schwierige Frage, die man so pauschal nicht beantworten kann. Eine wichtige Sache ist, der Läufer muss selber das Gefühl entwickeln, wann hat er keinen Grip mehr auf dem Eis. Mhm. Das können wir als Trainer oder Fachberater können wir nicht übernehmen. Ja. Das heißt, also gerade in dem Bereich, wo öfter trainiert wird, merkt man schon, oh, der Grip lässt nach, dann muss ich schleifen gehen. Mhm. Ich kann natürlich auch ein paar Tests machen. Ich habe jetzt mal so eine Hufe einfach mitgebracht, ne? Ja. Im Mittelklassebereich. Ich kann jetzt ganz vorsichtig mit meinem Finger, und Achtung, Schnittgefahr, ich kann ganz vorsichtig mit meinem Finger diese Kante abgehen. Und wenn ich an dieser Kante spüre, dass es da kleine Unebenheiten gibt, ist das ein Zeichen dafür, dass mal eine Beschädigung stattgefunden hat. Mhm. Und an der Stelle kann der Grip verloren gehen. Mhm. Achtung, es muss neu geschliffen werden. Das muss ich auf der Innen- wie auf der Außenkante machen. Das mache ich nur ganz vorsichtig. Und ich merke dann auch sofort, dass da was ist, was da nicht hingehört. Ja, ja? Auf keinen Fall drücken, Leute. Ne? Also da könnte euch echt wehtun. Ja, ja, da muss man aufpassen. Mhm. Und Kinder sollten das schon gar nicht alleine machen. Ja. Das macht entweder für euch auch der Trainer oder die Eltern machen das. Ja. Bei mir dürfen auch die Sportler zu mir kommen, auch hier ins Geschäft. Und ich prüfe das hier, bevor da Verletzungen stattfinden. Ja. Das Zweite, was ich machen kann, ich kann natürlich auch gucken, wenn ich mache es immer mit der Handfläche, weil das etwas sicherer ist. Wenn ich mit der Handfläche über die ganze Kante ziehe, habe ich nicht das Problem, dass ich mich schneide, weil ich würde mich schneiden, wenn ich so drüber gehe. Aber wenn ich das also in diese Richtung mache, und du kannst es gerne mal probieren, merkst du, dass du einen gewissen Widerstand hast. Ja. Dieser Widerstand, den brauchen wir für das Eis. Das heißt, der Schliff ist noch gut. Wenn du merkst, dass dieser Widerstand nachlässt, es muss geschliffen werden. Ja, super. Ja, man kann das auch mit dem Fingernagel machen. Mhm. Das ist die sicherste Variante. Allerdings, und da sollte dann immer so ein bisschen Abrieb stattfinden. Mhm. Allerdings, man sieht es leider auch schon ein bisschen an meinem Nagel, wenn man das jeden Tag macht, sieht dann leider der Nagel auch nicht ja, so schön und aus. Der Nagellack geht leider auch nicht voran. Genau. Darum ist diese Variante aus meiner Sicht die beste. Aber wie gesagt, entweder macht ihr sehr vorsichtig oder ihr lasst das von Leuten machen, die sich damit auskennen, dass es da einfach keine Verletzungen gibt. Super. Wenn wir jetzt feststellen, okay, wir brauchen einen Schliff. Worauf muss ich denn dann jetzt achten? Weil es gibt ja verschiedene Radien, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwas über die Tiefe des Schliffs, glaube ich, auszusagen haben. Vielleicht kannst du uns da mal abholen. Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Kufe schleifen kann. Ich kann die entweder längs schleifen oder ich kann die auch quer schleifen. Wir nutzen nur das längs. Ja. Dazu gibt es auch wieder verschiedene Schleifscheiben. Es gibt entweder eine kleine Schleifscheibe, speziell für Eiskunstlauf. Das sind meistens kleine und sehr, sehr feine Schleifscheiben für diesen auch teuren Stahl. Es gibt aber auch die größeren Scheiben, die wird man mehr für den Eishockey-Bereich verwenden. Mhm. Die sind dann etwas grobkörniger, schleifen am Ende die Kufe auch sehr gut, aber man kommt natürlich aufgrund der großen Schleifscheibe nicht immer ganz so gut bis von zur Zacke, wo natürlich auch geschliffen werden sollte. Und da ist, glaube ich, auch die Gefahr, wenn man da jetzt in einer Eishalle irgendwo das abgibt, dass im schlimmsten Fall dann auch mal so eine Zacke verschwindet, ne? Passiert leider immer wieder. Wir können dann als Fachgeschäft auch nicht mehr helfen. Ab ist ab, muss also eine neue Kufe ran. Das heißt, man sollte gucken, dass der Schleifservice, wenn man wirklich professionelle Eiskunstlaufschuhe hat, auch den Schliff von einer kleinen Schleifscheibe bekommt. Da kann man vorher den Schleifer fragen, auf was für eine Art der Maschine er schleift.
Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, den Radius zu verändern. Mhm. Radius heißt, dass wie tief ist es zwischen der Innen- und der Außenkante, also wie stark geht die Schleifscheibe in diese Kufe rein. Das heißt, es ist so eine kleine Wölbung, kann man eigentlich sagen, die dazwischen ist. Wir haben einen Hohlschliff mit einer Außen- und einer Innenkante. Und umso tiefer der Hohlschliff, umso mehr Grip hat man auf dem Eis, aber umso unbeweglicher ist die Kufe. Mhm. Umso flacher der Hohlschliff ist, umso beweglicher ist die Kufe auf dem Eis, aber umso weniger geht natürlich die Innen- oder Außenkante auch in das Eis. Ja. Und das kommt jetzt auf den Kunden an, was er möchte, was er mag, was er bevorzugt. Es gibt Leistungssportler, die mögen sehr, sehr tiefe Schliffe. Es gibt Leistungssportler, die mögen sehr, sehr flache Schliffe. Wir beraten dazu natürlich auch, aber wir nehmen meistens in 90% der Fällen eine Schlifftiefe, die wir für uns, wo wir gesagt haben, das ist sehr gut für Kinder oder Anfänger, das ist sehr gut für Eistanz, das ist sehr gut für Jugendliche und vielleicht Doppelsprünge, das ist sehr gut für den Profibereich, das ist sehr gut für Eishockey. Und die meisten Kunden kennen dann ihre Schlifftiefe, dann kann man natürlich auch justieren. Mhm. Oder wenn sie sagen, das ist mir egal, dann nehmen wir unsere Schlifftiefen, wie wir uns das die letzten Jahre so erarbeitet haben, was da einfach so die beste Schlifftiefe zwischen Grip und Wendigkeit und Gleitfähigkeit ist. Kannst du, wenn wir jetzt mal sagen, okay, unsere Hobby-Eisläufer im Erwachsenenbereich, die jetzt, weiß ich nicht, 2-3 Mal vielleicht in der Woche ein bisschen zum Spaß laufen, kannst du so grob sagen, was wäre da vielleicht eine gute, ein guter Radius? Ja, wir schleifen auf Blademaster aus Kanada. Mhm. Das ist ein Schleifmaschinenhersteller in der Top-Klasse. Und dort haben wir entweder als Radius Zoll oder Millimeter. Wir nutzen natürlich die Millimeter. Und da würden wir zum Beispiel den Radius 17 mm empfehlen. Mhm. Das heißt, wie ich schon gesagt hatte, ein Radius nicht zu tief, nicht zu flach. Mhm. Alles so schön in der Mitte, sehr gute Gleitfähigkeit. Und die Kanten, wenn man dann am Ende noch diesen Grat entfernt, sind eh meistens scharf. Somit hat man auch über eine längere Zeit auch wirklich einen guten Schliff. Klasse. Jetzt bin ich vielleicht gerade bei einem Wettbewerb oder ich bin bei einem Skateclub-Event und laufe über ein Steinchen, weil ich nicht richtig hingeguckt habe und habe jetzt eine Itche, die mich stört. Gibt es irgendwas, wo ich schnell helfen kann? Ja, gibt es. Und zwar gibt es solche Abziehsteine, nennt sich das. Mhm. Das ist ganz speziell für unsere Kufen gemacht. Ein Stein, der aus zwei so verschiedenen Steinsorten besteht. Ne? Mhm. Einmal ist das eine etwas grobere Körnung und einmal eine ganz feine Körnung. Mhm. Und wenn ich jetzt wirklich mal merke, dass ich mir da so eine Ecke eingefahren habe und rutsche, dann müsste ich mit dem Stein diese Ecke einfach straff auch wieder wirklich rausarbeiten, wie ich ein Messer schärfen würde. Das kann ich einmal mit der groben Seite machen, um diese Ecke zu entfernen und mit der feinen Seite, um das wieder auch wirklich in die gute Gleitfähigkeit zu kommen. Mhm. Muss man ein wenig üben, hilft aber tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich bin ja auch Trainer im Leistungsbereich und ich habe als Trainer sowas immer einstecken, weil irgendwie passiert immer sowas. Und wenn natürlich die Aufregung dazu kommt zu so einem Wettbewerb, merken die Sportler dann erst, was die Kufe für ein Problem hat, wo vielleicht schon seit 2 Wochen dieser Fehler besteht. Ja. Und dann mit der Aufregung im Wettbewerb wird das dann so ein bisschen schwieriger. Genau. Und ich sage euch, sowas hilft Wunder, wirkt Wunder, wenn dann vielleicht der Trainer oder man selber noch mal kurz seinen Schuh bearbeitet. Aber hier ist Vorsicht geboten. Lasst euch das ganz genau, wenn ihr sowas erwerben solltet, ganz genau zeigen oder erklären, dass man sich einfach nicht die Schiene kaputt macht. Ja. Wäre eine ärgerliche Sache, speziell vor Wettbewerben. So sieht's aus. Gut, Gerd, ich würde sagen, wir gehen mal in die heiligen Hallen des Schleifens und schauen uns mal deine tolle Maschine an. So, hier sind wir in unserer Schleifkabine, wo wir unsere Kufen bearbeiten. Also wir machen Schliffe für den Hockeybereich,
egal ob das jetzt ein Freizeitsportler ist oder er auch professionell bei uns in Berlin vielleicht sogar bei den Eisbären läuft, oder aber auch Profisportler im Eiskunstlauf, also bis hin zu Olympiateilnehmern oder auch Freizeitsportler, Kinder, was auch immer. Wir können so ziemlich jede Kufe schleifen und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. So, also wir haben uns hier eine Schleifmaschine anfertigen lassen von Blademaster, die einmal eine große Scheibe hat, eine Hockeyscheibe, die ist etwas gröber. Und wenn wir jetzt mal hier rüber gehen, haben wir eine ganz kleine Scheibe für Eiskunstlauf, die auch in der Krümmung wesentlich feiner ist. Und wir schleifen jetzt mal die Eiskunstlaufkufe auf dieser kleinen Scheibe. So, hier sieht man auch ein Qualitätsmerkmal unserer Schleiferei. Und zwar, dass immer die Innen- und die Außenkante die gleiche Höhe haben. Und das macht man mit einem Messgerät. Und hier sieht man bei dem Messgerät, dass beide Kanten gleichmäßig hoch sind, wie sich das auch gehört. So muss das sein.